Ist das noch ein Porsche? Mit dem Motor vorne? Mit vier Türen? Und einem großen Kofferraum. Fast 2 Tonnen schwer. Auf der anderen Seite 500 PS. Von 0 auf 100 in 4 Sekunden. 303 Spitze. Ist das nun ein Traumwagen? Erfolgstyp oder Missgeburt? Der Porsche Panamera im DSF-Motor. Ah, Schloss Solitude in Stuttgart. Hier pulsierte im 18. Jahrhundert das höfische Leben. Und hier passt die letzte Feudalkutsche der Autoindustrie doch perfekt hin. Der Porsche Panamera. Riesig, repräsentativ, edel, schnell und natürlich teuer. Für einen voll ausgestatteten Turbo muss man schon mal 155.000 Euro hinlegen. Und dafür erhält man eine der extravagantesten und meistdiskutierten Formen der Autoszene. Mit knapp 5 Meter Länge überragt der Panamera seinen SUV-Bruder Cayenne um fast 20 Zentimeter. Diese Proportionen sind auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Schließlich haben alle anderen Premium-Limousinen ein Stufenheck. Geiles Gimmick, der ausfahrbare Heckspoiler. Klar ist der Panamera für Porsche-Verhältnisse riesig. Diesen Schock müssen 911er-Fans erstmal verdauen. Aber erstens sieht er live viel besser aus als auf Fotos. Und zweitens ist er gar nicht so groß. Mit 4,97 Meter Länge ist er gerade mal 20 cm länger als ein Passat und die mit Abstand kürzeste Luxuslimousine. Und er ist viel breiter und viel flacher als S-Klasse und Co. Und deshalb steht er so fett auf der Straße. Die Mercedes S-Klasse ist zwar um 13 cm länger als der Panamera, aber 6 cm schmaler. 2 Diesel und 6 Benziner stehen zur Wahl. Los geht's mit dem 350er CDI für rund 73.000 Euro. Länge läuft. Der 7er BMW hat 10 cm mehr davon als der Porsche. Bei der Breite ist der Panamera um 3 cm vorne. Momentan gibt's nur 2 Benziner und einen Diesel. Preis ab 70.500 Euro für den 37D. Klar wiegt so ein Panamera mindestens 1,8 Tonnen. Wieder ein Schock für 911er-Fans. Aber man muss Gleiches mit Gleichem vergleichen. Ein Panamera S wiegt 200 Kilogramm weniger als ein 7er BMW. Dank Aluminium, Magnesium und vielen Leichtbauteilen. Wie der Cayenne wird auch der Panamera im Porsche-Werk Leipzig zusammengebaut. Die Karosserie kommt aus Hannover, aus Zuffenhausen der Motor. Zum Marktstart im Herbst gibt's nur 8-Zylinder-Motoren zu Preisen ab 94.575 Euro. Ein 300 PS 6-Zylinder und der Hybrid sind in Arbeit. Klar kann man über dieses Heck diskutieren. Breit wirkt es und schwer, aber irgendwohin müssen ja die Köpfe der Vorstandsvorsitzenden. Und der Panamera soll ein vollwertiger Reisewagen sein, mit großem Kofferraum. Viel interessanter ist die Frage, ob die Klientel in dieser Premium-Klasse eine Heckklappe wie in einem Ford Mondeo akzeptiert. Insgesamt hat der Panamera aber diese 911er typische Silhouette behalten, mit netten Details wie dem ausfahrbaren Spoiler und den Luftauslässen hier vorne. Und von vorne sieht er nun wirklich aus wie ein klassischer Porsche. Also mir gefällt er und ich behaupte mal, in den nächsten Monaten werden sich die Menschen nach diesem Auto die Köpfe verdrehen. Ich bin unterwegs in einer der heißesten Neuerscheinungen des Jahres 2009, dem Porsche Panamera. 3 Versionen wird es geben. Zu Beginn den Panamera S mit 400 PS, einmal mit Heck, einmal mit Allradantrieb und den Turbo mit Allradantrieb und sage und schreibe 500 PS. Mamma mia!
Alle Panamera V8-Motoren haben Benzin-Direkteinspritzung und stammen eigentlich aus dem Cayenne. Für den Einsatz in der Porsche-Limo wurde nochmals Gewicht und Reibung reduziert. Dadurch soll der 500 PS-Turbo im Schnitt nur 12,2 Liter verbrauchen und 286 Gramm CO2 ausstoßen. 500 PS, das muss man sich mal vorstellen. In einer ganz normalen Limousine, die jeder kaufen kann, sofern er 135.000 Euro auf dem Konto hat. Und ganz ehrlich, da muss man sich ein bisschen rantasten. Einfach einsteigen und Vollgas geben, das ist beim Turbo erstmal nicht. Also erst nach einiger Zeit die Sport-Plus-Taste drücken, das machen wir jetzt. Und jetzt geht's aber ab. Holla die Waldfee! Jetzt liegt der Panamera noch mal 25 mm tiefer. Die Schaltzeiten des Doppelkupplungsgetriebes arbeiten noch mal schneller. Der Motor dreht höher, erspart sich den siebten Gang. Und alles ist straffer. Man spürt in den schnellen Kurven förmlich, wie der Wankausgleich, wie die Stabilisatoren arbeiten. Und ich habe sogar das Gefühl, der Spoiler drückt mich runter auf den Asphalt und der Diffusor saugt mich von unten an. Das ist ja Wahnsinn, was man hier für Kurvengeschwindigkeiten fahren kann. Das Porsche Aktivfahrwerk PASM gibt's für alle Panamera serienmäßig. Die variable Ventilsteuerung sorgt auf Knopfdruck für mehr Komfort oder mehr Sport. Mit dem neuen Luftfahrwerk im Turbo kann man dank 2,2 Liter großen Luftfedern super sanft dahingleiten. Möchte der Fahrer lieber sportlich unterwegs sein, halbiert sich das aktive Volumen. Das Doppelkupplungsgetriebe ist vielleicht eine der besten Errungenschaften an Bord des Panamera. Denn man kann vom entspannten Automatikfahren bis zum sportlichen Selberschalten am Lenkrad alles selbst bestimmen. Und das Auto hat mehrere Setups zur Verfügung, von komfortabel bis super sportlich, und das alles auf Knopfdruck. Das Doppelkupplungsgetriebe PDK ist aus zwei Teilgetrieben aufgebaut, die je über eine Kupplung mit dem Antrieb verbunden sind. Die Gänge 1 bis 6 sind sportlich abgestimmt, der siebte Gang ist lang übersetzt und hilft beim Spritsparen. Die Überblendung beim Gangwechsel sorgt für eine schnelle und ruckfreie Kraftübertragung. Und jetzt noch die vielleicht wichtigste Frage für all die neuen Elfer-Fans, die vielleicht auf einen Panamera umsteigen wollen. Fühlt sich dieses Flaggschiff nun wirklich an wie ein Porsche? Oh ja, allein dieser Sound im Sport-Plus-Modus, wenn man dann noch per Knopfdruck die Auspuffklappen öffnet, wie das Ding am Gas hängt, wie es in die Kurven sticht, der Blick auf fünf Rundinstrumente mit dem Drehzahlmesser in der Mitte und dann in 4 Sekunden von 0 auf 100, wenn es sein muss, und nochmal 70 Newtonmeter Overboost genießen. Hey, in dem Ding steckt so viel Sport, das reicht für die ganze Großfamilie und für den ganzen Konzern, den man da hinten auf den Rücksitzen transportiert. Ein echtes Spaßmobil. Ich weiß, dass einige von Ihnen nur auf eine Zahl warten. Wie viel braucht so ein 500 PS Koloss von Porsche auf 100 Kilometer? Ich sag's Ihnen, es hängt extrem davon ab, wo Sie fahren und wie Sie fahren. Also in der Ortschaft, da sind es mindestens 18 Liter. Und da hilft dann auch die sogenannte Start-Stopp-Automatik nichts, die an der Ampel den Motor ausmacht. Schön, dass es sie gibt, aber ganz ehrlich, in der Stadt macht der Panamera Turbo keinen Sinn. Vielmehr auf langen Fahrten, auf der Landstraße und natürlich auch auf der Autobahn. Im Schnitt sind es dann 12,2 Liter Normverbrauch, super plus. Und das ist für ein 500 PS Auto sogar sehr wenig. Jahrzehntelang mussten 911er-Fahrer ihre Sportwagen verkaufen wegen Nachwuchs. Jahrzehntelang mussten Manager werktags mit Spießerlimousinen ins Büro fahren und konnten ihren 911er nur am Wochenende aus der Garage holen. Jetzt gibt's den Porsche für alle Tage, für Manager und Familienväter. Der Panamera wurde als Viersitzer konzipiert. Vorne typisch Porsche, muss man sich hinten erstmal zurechtfinden. Die tiefe Sitzposition ist einzigartig. Die große Heckklappe auch. Kofferraumvolumen 432 bis 1263 Liter. Für mich die eigentliche Sensation am Panamera ist der Kofferraum. Zunächst mal die Heckklappe. Hier kann man richtig schön einladen, wie in einem Kombi. Dann ist der Panamera voll flexibel, eine ebene Ladefläche.
und echt ein riesiger Kofferraum. Hier kann man Kinderwägen, Mountainbikes oder sogar Waschmaschinen transportieren. Okay, die Ladekante ist etwas hoch, aber das ist eine Herausforderung für den Sportwagenfahrer. Dass Porsche nicht wirklich daran gedacht hat, dass in Panamera oft Kinder mitfahren, zeigt sich an zwei Dingen. Erstens, Isofix kostet 90 Euro Aufpreis. Eine Frechheit beim Grundpreis von 135.000 Euro für einen Turbo. Und zweitens gibt es den Panamera grundsätzlich nur als Viersitzer mit dieser durchgezogenen Mittelkonsole. Daran sieht man ja schon mal, dass man von hier nicht da drüben aussteigen könnte oder nur mit allergrößter Mühe und eben auch grundsätzlich leider nicht zu dritt hier sitzen kann. Also werden es wohl Edelpassagiere sein, die hier hinten in schmal geschnittenen, beheiz- und belüftbaren Sitzen bei 303 Spitze ihre Akten studieren und dabei ihr eigenes Klima regeln. Sehr schön. Die besten Sitze in Panamera sind eindeutig vorne. Sportsitze mit gutem Seitenhalt, aber nicht ganz so karg wie im Carrera. Und dann ein Look, wie er sich für eine Luxuslimousine gehört. Feinstes Leder, Alu, Carbonoptik und dazu eine der schärfsten Mittelkonsolen, die man derzeit bekommen kann. Das sieht aus wie in einem Airbus und ich glaube, kleine Jungs und auch große werden davon träumen. 911er-Fahrer werden sich sofort zurechtfinden mit den 5 Rundinstrumenten und dem Drehzahlmesser ganz klar in der Mitte. Und dann muss man viel üben in diesem Auto, denn so schön die Mittelkonsole ist, wir haben insgesamt im vorderen Bereich des Cockpits 110 Schalter und Hebel gezählt. Und dazu kommt noch ein komplexes Navigationssystem, das ziemlich schwierig zu bedienen ist. Also da wartet eine echte Herausforderung für Panamera-Käufer. Soll man nun mindestens 95.000 Euro für dieses Heck ausgeben oder gar 135.000 für den Turbo? Ich finde, der Panamera sieht aus wie ein Porsche und er fährt sich auch wie ein Porsche. Und deshalb ist er einzigartig in der Liga der Luxuslimousinen. Keine andere Luxuslimousine rennt über 300. Er ist ein Kurvenkünstler und deshalb auch etwas härter. Und das heißt auch, beim Komfort kann er und will er auch gar nicht mithalten mit S-Klasse und Co. Dafür ist er edel, stattlich, die Kinder werden sich die Hälse nach ihm verdrehen und man kann sogar ein Mountainbike mitnehmen, wenn man will. Man orientiert sich bei den Preisen glasklar an der Mercedes S-Klasse. Man wird ja in Zukunft sehen, wie viele umsteigen von den konservativen Limousinen zu einem Sportwagen. Wenn Sie wollen, schauen Sie mal rein auf dsf.de, da gibt es unsere Beiträge noch mal zum Anschauen. Das war DSF Motor, diesmal aus Stuttgart und Umgebung, vom Porsche Museum. Bis zum nächsten Mal.